Hallo, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir oder von uns. Die Kleine ist natürlich auch mit dabei. Ich bin jetzt im Auto, fahre mit Felix Auto wieder, weil meiner braucht noch ein bisschen. Und werde jetzt zur Post fahren und muss danach noch einkaufen und so und einfach ein paar Sachen erledigen. Ich bin ganz froh, dass ich Felix Auto jetzt mal habe, weil es ohne Auto ist einfach so doof auf dem Dorf. Also kann ich echt sagen, hätte ich niemals gedacht, dass es so. Ja, ätzend ist schon ohne Auto auf dem Dorf. Aber ist leider so, man braucht einfach ein Auto. Und ich merke es immer wieder. Also man muss halt immer genau überlegen, okay, kannst du jetzt losfahren oder kannst du das heute machen? Und dann musst du absprechen mit Felix und dann musst du mit dem Motorrad fahren zur Arbeit. Und ja, das ist alles total doof. Ja, ich fahre jetzt also zur Post und ein bisschen einkaufen. Ich nehme euch ein bisschen mit, so der typische Teenie-Mama-Alltag, ich weiß nicht. Ich habe heute Morgen schon geschafft zu duschen, unglaublich. Und 2 Minuten später wurde ich direkt vollgespuckt. Das hat sich super gelohnt. Genau. Und die Kleine ist dabei. Die ist heute wieder so ein bisschen quengelig. Also sie hat heute Morgen ist sie wieder so um 5 aufgestanden, wie jeden Tag. Und wir sind dann nochmal eingenickt um 7 bis um 8:30, glaube ich. Und ja, seitdem ist irgendwie unser Tag am Laufen. Und ja, die Nächte laufen ziemlich gut. Also die Kleine schläft immer so von 22 Uhr. 22 Uhr sieht man oder merkt man direkt, okay, sie ist müde, sie will jetzt ins Bett. Also das merkt man direkt. Und um 22 Uhr gehen wir auch immer ins Bett. Und dann bekommt sie immer eine Brust und an der Brust schläft sie dann ein. Und dann schläft sie bis um 3. Da kann man wirklich die Uhr nachstellen. Sie schläft genau bis um 3. Und dann steht sie auch um 5. Ja. Dann ist sie aber auch wach. Und dann möchte sie bespaßt werden. Genau, und das sind so unsere Nächte im Moment, also wie sie so laufen. Vorher hat sie immer bis um 7 geschlafen. Also von 3 bis um 7. Das war natürlich noch ein bisschen angenehmer. Aber jetzt ist sie immer um 5 wach. Ich weiß nicht wieso. Kann auch sein, weil es jetzt einfach immer heller wird und es morgens bei mir im Raum halt schon ziemlich hell ist bei uns im Schlafzimmer, weil wir nur so ein ganz leichtes Rollo haben, also kein richtig dunkles Rollo oder so, sondern das ist schon ganz schön hell morgens und um 3, wenn ich die Stille, ist es auch ganz schön hell. Also man merkt es schon. Ich denke, dass es daran liegt. Müssen wir mal beobachten, dass wir dann in der neuen Wohnung ihr ein dunkles Rollo an die Fenster machen. Ja, genau, deswegen denke ich mal, dass sie jetzt ein bisschen früher wach ist. Sonst läuft alles wirklich gut. Ich habe ja keine Zahnspange mehr, das läuft auch alles gut. Ich habe mich schon fast dran gewöhnt. Und genau, wir fahren jetzt also zur Post. Und danach ein bisschen einkaufen. Ich versuche einfach so ein bisschen mitzunehmen. Weil ich heute total Lust habe zu quatschen. Ich quatsche euch immer auf Instagram voll. Also falls ihr mich noch nicht auf Instagram folgt, tut das mal. Da heißen wir Maggie mit 3e unterstrich YouTube, also YT, genau. Und genau, da könnt ihr uns gerne mal folgen. Und da verpasst ihr dann noch nichts, weil da poste ich sehr, sehr viel in der Story, was wir immer so machen und so. Und ja, die Kleine schläft. Sie war, wie gesagt, sehr, sehr quengelig. Aber ich habe sie dann in den Cybex getan, also in die Babyschale. Kurz einmal auf und ab geschaukelt und dann ist sie komplett eingeschlafen. So, meine Lieben, ich bin wieder im Auto. Die Post ist weggebracht. Und jetzt fahre ich, wie gesagt, noch schnell einkaufen. Ich sehe mich fast gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann noch kurz zu Rossmann fahre, weil wir haben nur noch eine Packung Windeln. Und ich weiß nicht, ob ich dann noch zu Rossmann fahre, wie gesagt. Aber das ist sowieso nebenan, also kein Problem.
So, mein Lieben, ich bin jetzt fertig mit Einkaufen. Immer noch nasse Haare vom Duschen. Ja, und werde jetzt wieder nach Hause fahren. Nach Hause düsen. Und dann erstmal die Kamera laden, weil ich filme die ganze Zeit ohne Akku. Er zeigt die ganze Zeit an, dass der Akku leer ist. Aber er filmt trotzdem. Was eine tolle Kamera, wa? Genau. Das fahren wir jetzt mal nach Hause und dann mal sehen. So, meine Lieben, ich bin wieder zu Hause und habe die Kamera geladen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen länger nicht gefilmt. Aber die Kleine wollte gerade sowieso dauerhaft stillen. Deswegen hatte ich gar keine Zeit. Ja, wir haben jetzt Post bekommen. Die wollte ich euch gleich nochmal zeigen. Mega, mega cool. Und die Kleine liegt gerade hier im Kinderwagen. Und ist wach, schaut so ein bisschen rum. Ich dachte eigentlich, sie schläft mal ein bisschen, aber nichts da. Ja, ich habe gerade noch gegessen. Es gab Brötchen mit Leberkäse. Mega, mega lecker. Einfach mit Senf und Ketchup. Bei dem Wetter finde ich ein sehr, sehr schönes Essen. Und hier steht noch der Einkauf. Den muss ich gleich noch dringend wegräumen. So, das hier ist unser neuer Teppich. Der kam gerade mit der Post. So, die Kleine macht einem immer einen Strich durch die Rechnung. Jetzt war die Windel so voll, dass sie ausgelaufen ist. Beziehungsweise war sie gar nicht voll. Sie ist einfach ausgelaufen. Ich kann euch diese Baby Dry gleich von Pampers absolut nicht empfehlen. Die laufen bei uns immer aus. Aber ich brauche die jetzt nur auf, weil wir die Geschenke gekriegt haben. Wegschmeißen wollen wir das natürlich nicht. Ja, das heißt jetzt erstmal neuer Body. Strumpfhose habe ich unten, aber sie bekommt sowieso nur eine Hose an. Na, die passt ja nicht so gut zu. Oh, immer diese Entscheidung, ne? Ja, und dann wurde ich hier gerade kräftig vollgespuckt auf dem Weg nach oben. Das ganze Dekolleté ist lief hier. Ne, Leute, ihr wisst Bescheid. Das ist der ganz normale Alltag hier. So, ziehen wir die Hose dazu an. Genau, das heißt, jetzt wird erstmal umgezogen. Also Socken brauchen wir auch noch. Das wär's. So, rosa Socken zu grünem Body. Perfekt. Der Body sitzt schon mal. Ich habe mich hier übrigens mit Tinte angemalt, also nicht wundern. Der Body sitzt schon mal. Jetzt ist sie total gut drauf. Eben noch die ganze Zeit am Weinen, aber jetzt alles frisch gemacht ist, ne? Dann geht's ihr gut. Oh, jetzt tritt sie hier vor die Kamera. Trittst du die Kamera, mein Schatz? Babyfüßchen, oh. Süß. So, jetzt wollen wir aber Hose und die Socke noch anziehen. Einen Pullover bekommt sie unten gleich drüber. Haben wir nämlich unten auch noch. Genau, eine neue Windel brauchte ich gar nicht. Die habe ich unten schon gewechselt. Muss ich gleich hier nochmal auffüllen. Hier sind auch noch die zu kleinen Windeln. Und da sind auch noch zu kleine Windeln. Aber das heißt, wir können jetzt dieses Paket hier aufbrauchen. Hier haben wir schon 3er aus der Windeltorte. Hier haben wir jetzt noch ein paar 2er. Und hier haben wir auch noch 2er. Habe ich doch noch 2 Pakete, das ist sehr gut. Zum Glück habe ich heute bei Rossmann keine gekauft. Ja, und dann werde ich die hier gleich nochmal auffüllen. So. Genau, und hier wie gesagt, die 3er. Die haben wir alle so in einer Windeltorte gekriegt. Und da unten steht auch noch eine. Genau, so, jetzt ziehen wir aber die kleine Maus erstmal an. So, und das wäre jetzt Outfit Nummer 3 heute. Ne, Outfit Nummer 3, mein Schatz. Ja, jetzt bist du wieder sauber und frisch, ne? Jetzt bist du wieder sauber und frisch. Und Schluck auf hat die kleine Maus. Und Schluck auf hat die kleine Maus. So, jetzt kann ich euch den Teppich mal genauer zeigen. Und zwar, wie gesagt, verlinke ich euch den unten in der Infobox. Wir haben hier ein Reh gewählt. Das finde ich total schön. Sie hat mir ganz, ganz viele Beispiele gegeben.
Und ich konnte mir dann was aussuchen. Zum Beispiel war auch ein ganz normaler Teddy oder ein Fuchs dabei. Aber wir haben uns hier, wie gesagt, für den Reh entschieden. Hier sind so kleine Wimpern aufgenäht, finde ich mega schön. Kleine rosa Bäckchen. Eine richtig schöne Schleife. Und die ist auch richtig, richtig schön dick, ne? Die, ja, als wäre halt so eine richtige Schleife dran. Und hier mit diesen weißen Punkten finde ich das auch mega schön. Genau, also echt ein Träumchen. Und der ist auch richtig schön dick. Richtig schön dicker Teppich. Alles natürlich Handarbeit, ne? Alles handgehäkelt und mega, mega schön. Ja, wie gesagt, in der Infobox verlinkt. Und dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen, wenn ihr Interesse habt an so einem süßen Teppich. Ich finde den wirklich unfassbar. Und der passt perfekt ins Zimmer. Den Farben und so und allgemein der Stil passt perfekt. Ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem ultra süßen Teppich sagt. So, ich habe die Kleine jetzt hier in der Trage. Weil ich einfach gemerkt habe, dass sie total entspannt ist, wenn ich sie so auf dem Arm habe. Deswegen habe ich sie jetzt in die Trage gemacht. Sie hat auch nicht einmal geschrien. Also eigentlich schreit sie mal beim Einbinden. Aber jetzt hat sie überhaupt nicht geschrien. Total, ja, ein Wunder. Das hier ein bisschen. So, genau, besser. Genau, also eigentlich schreit sie immer beim Einbinden. Aber wenn ich dann gebunden habe, dann ist sie total ruhig. Aber jetzt hat sie gar keinen Mucks von sich gegeben. Also scheint es wohl das Richtige gewesen zu sein. Und schauen wir mal. Jetzt setze ich mich ein bisschen an die Nähmaschine. Vielleicht klappt das hier mit der Kleinen. Ach so, ich wurde jetzt auf Instagram noch diesen süßen Teddy hier gefragt. Oder Hasen. Den haben wir jetzt auch ganz neu. Der ist von Mood Toys. So sieht das aus. Den gibt es auf Instagram. Verlinke ich euch auch mal, weil ich, wie gesagt, auf Instagram jetzt schon so oft gefragt wurde. Und der ist so süß hier. Mit der Mütze so. Die Arme und Beine sind so beweglich. Kann die kleine Maus den später so richtig hinsetzen und so. Wie gesagt, mit der Mütze einfach so ultra niedlich. Genau, da wollte ich euch jetzt einfach nochmal zeigen, weil ich auf Instagram so oft gefragt wurde. So, meine Lieben, ich wollte euch noch kurz meinen After-Baby-Buddy zeigen. Also, ja, 2 Monate nach der Geburt. Wie sieht mein Bauch nun aus? So. So sehen wir im Moment aus. Und wiegen tun wir 45 Kilo, also ist fast alles wieder weg. Gestartet sind wir mit 44,6. Hier ist noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Schwabbel. Aber genau, so sehen wir im Moment aus. Ja, meine Lieben, und dann hoffe ich, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!